Hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks und herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing-Video von mir. Ja, wie ihr es schon anhand des Thumbnails wahrscheinlich schon erraten konntet, habe ich heute was für euch mitgebracht und zwar einmal Ninjas und was Fantastisches. Ich würde sagen, lass einfach mal hiermit anfangen. Legen wir den Tall Man mal beiseite, ja, den nehmen wir uns später vor, ja. Ja, zu dieser Edition möchte ich gerne sagen, die war im Dezember im Angebot und zwar für 19,90 € und da dachte ich mir so, ey, weißt du was, da schlage ich jetzt mal zu. Ihr seht, es spiegelt total, deswegen befreie ich das Ding mal hier von der Folie. Achso, im Übrigen wollte ich euch noch zeigen, zum Beispiel hier oben, ja, da ist die Folie schon leicht auf und ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht ganz genau, was da passiert ist bei Amazon. Zum Beispiel auch hier unten, ja, sind schon, ich sag jetzt mal, wie so vorsichtig, schon leichte Gebrauchsspuren, ja. Naja, egal, auf jeden Fall. Befreien wir das Ding mal, wie gesagt, von der Folie. So, und da sehen wir zum Beispiel schon mal, dass das Ding hier richtig fett am Glänzen ist. Ja, der Hintergrund ist matt gehalten, die Schrift ist erhaben und auch hier das ganze Motiv, ja, wie der Ninja quasi aus dem Digipack hier rausspringt. Richtig cool. Und ja, jetzt kann man das hier auch leider an den Ecken und Kanten kann man das sehen. Ja, dadurch, dass die Folie auf war, hat das dem Transport nicht so gut getan. Ja. Gut, kann man vielleicht drüber hinwegsehen. Ja, die Rückseite weniger spektakulär. Ja, leider dasselbe Motiv. Und dann haben wir hier noch das Deckblatt, ja, die legendären Martial Arts Kultfilme, erstmals uncut mit allen vier Teilen, in einer edlen Digipack Edition, ja, in einer edlen Digipack Edition mit tollem Schuhbar. Ah, endlich bekomme ich meinen Schuhbar. In HD neu abgetastet mit 32-seitigem Booklet und ihr seht schon, welche Filme hier drin versteckt sind. Das ist einmal Ninja, die Killermaschine von 1981, die Rückkehr der Ninja von 1983, die Herrschaft der Ninja von 1984 und die 1000 Augen der Ninja aus dem Jahr 1985. Ja, alles wunderschön, von Anfang bis Mitte der 80er, richtig cool und so. Sofern ich das auch richtig verstanden habe, ich kenne diese Filme gar nicht. Ja, ich weiß, dass hier Franco Nero mitmacht, es steht ja auch hier. Der Teil hier soll wohl so ein bisschen, ja, ein bisschen abgedreht sein, weil hier ein Geist in diese Frau reingeht, ein Ninja-Geist quasi. Aber so, ich vermute es jetzt einfach mal. Ich glaube, die haben trotzdem alle nichts miteinander am Hut, ja. Dieser Shokosugi, der kommt wohl auch, glaube ich, hier im ersten Teil vor, aber trotzdem spielt er da wohl eine andere Rolle. Ja, wie gesagt, das hier ist das Deckblatt MGM und ja, legen wir das einfach mal hier so kurz beiseite. Ja, dann schauen wir uns hier noch den Spine an, auch richtig cool, auch der Ninja-Stern und das Wurfmesser, würde ich jetzt einfach mal sagen. Auch alles schön geprägt, wunderbar. So, dann schauen wir uns mal hier den Schuber an. Ja, ist gut. Dafür reicht es auf jeden Fall aus. Es ist nicht zwabbelig. Na gut, hört man jetzt nichts. Ah, ich dachte mal, ich klopf mal dreimal auf Pappe. So. Ja, dafür, was er tun und machen lassen soll, dann dafür ist das schon in Ordnung. So, und dann wunderbar, das finde ich richtig geil. Hier sind die
Motive, die man hier auf dem Deckblatt oder auf dem, ja, auf dem hinteren Deckblatt sieht, die sind hier auf dem Digipack drauf. Das finde ich mal richtig klasse. Ja, schaut euch das mal an. Mega, mega cool. Ja, das gefällt mir richtig gut. Richtig gut. Das sind so Dinger, die kann man sich auch an die Wand klatschen, oder? Als Poster. Gefällt mich. Gefällt mich. Leider kann ich hier selber keine Kürzel finden. Ja, von dem Künstler an sich. Entschuldigung. So, dann machen wir das Ding hier mal auf. Und da haben wir dann dieses, wie viel waren es? 32-seitige Booklet. Ja, so schaut das aus. Auch ein richtig geiles Motiv, gerade mit diesem Neonstern. Ja, das sieht mal richtig fett aus. Gefällt mir richtig gut. Prima. So, dann haben wir hier Ninjitsu, Nonsense und Nunchako, die Ninja-Filme mit Sho Kozugi. Ein Booklet von Mike Plantenburg. Haha, schöne Grüße. Prima, prima. Ja, wie gesagt, leider, ich laber jetzt einfach mal irgendwas in die Kamera, weil, wie gesagt, ich bin da nicht so bewandert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ich kenne die Filme gar nicht und für den Preis wollte ich die mir definitiv mal in die Sammlung holen und auf jeden Fall mal reingucken. Ja, ich glaube, 20 Euro für 4 Filme, da kann man nichts sagen, denke ich mal. Ja, man sieht hier richtig schön viel Text, viel zu lesen. Ja, das Motiv habe ich auch schon mal gesehen. Und ja, und hier ist er, Franco Nero. Ja, also ich wusste ehrlich gesagt, ah ja, hier, Cannon Group, prima. Ich wusste gar nicht, dass er so, entschuldigt bitte, ich hatte kurz ein kleines technisches Problem. Ich hoffe, dass das nicht nochmal auftaucht. Ja, ich wusste gar nicht, dass Franco Nero so, so Kampfkunst beherrscht oder, ne, also für mich, ich verbinde ihn immer nur mit, mit Western halt. Naja, gut. Ich habe aber auch von ihm viel zu wenig gesehen, dass ich mir da ein Urteil erlauben könnte, müsste, wie auch immer. So. Dann haben wir hier den dritten Teil. Sam Fürstenberg hat hier Regie geführt. Ja, prima. Dann sind wir hier auf der letzten Seite. Ah, guck mal hier. Oder? Ah, das ist doch mal hier ein lecker Pelz, oder? Hier für die Ladies. Cool. Richtig geil. So, das war das Digipack. Nein, Spaß. So. Ich werde hier einfach mal die erste Disc rausnehmen. Das spiegelt jetzt natürlich ein bisschen. Ich denke aber, vielleicht so geht's. Ja, hier hinter verbirgt sich dann das Booklet. Na, hier hinter verbirgt sich dann dieses Motiv von dem Booklet, halt nur in Schwarz-Weiß. Dann kommen wir hier zu dem zweiten Teil. Da verbirgt sich dieses Motiv. Dann kommen wir hier zu dem. Da, die sind richtig fest, du. Richtig fest. Ja, dieses Motiv. Und der letzte Teil, dort befindet sich dieses Motiv. Ja, alle drei Teile ab 18. Ich glaube, hier der vierte war sogar ungeprüft, soweit ich weiß. Ob das jetzt, ob man da jetzt rausschließen kann, dass der besonders brutal ist oder wie auch immer. Ach, guck mal, hier ist ein. Aber das kann ich leider nicht lesen. Ob diese, ja, Altersfreigabe, ob das jetzt wirklich sowas aussagt, kann ich an dieser Stelle jetzt nicht beantworten. Keine Ahnung. Aber, wie gesagt, einfach mal. Wieso kriege ich das denn nicht rein?
Das war falsch, ne? Das war gar nicht so, das war so. Nee. So. Ah, das ist schon sehr genau angepasst. So, und dann ist doch hier bestimmt an die Sammler gedacht worden, dass man das hier wunderbar mit reinschieben kann. Gucke mal, wunderbar. Da sage ich doch schon mal vielen Dank an das Label. wie ich finde, eine sehr, sehr coole Edition. Gefällt mir. Man hat sich Mühe gegeben. Und das gefällt mir auf jeden Fall so, wie es ist. Eine richtig schöne Digipack-Edition. Ja, super. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns den nächsten Teil vor. Das wäre diese Filmreihe hier. Ihr seht, es spiegelt total. Bevor ihr euch aufregt, was gibt der Picker wieder viel Geld aus? Keine Sorge, diesen Preis hier oben habe ich nicht bezahlt. Ja, das waren 10 Euro weniger tatsächlich. So. Und da ich den Film, also beziehungsweise diese Box hier vorbestellt habe, Quatsch, nicht vorbestellt, ich habe es mir im Markt abholen lassen, denke ich mal, ja, haben die einfach eine Edition aus ihrem Laden genommen und ja, deswegen steht da wahrscheinlich noch ein alter Preis drauf. Das war nämlich der Grund, warum ich das ja, haben wollte. Ne? Die 49 Euro waren tatsächlich der Grund. So, dann kommen wir hier zu diesem Digipack, ja. Das ist auch richtig schön gestaltet. Man kennt vielleicht diesen Stil noch von dieser ersten Mediabook-Welle, ja. Was Koch Media damals rausgebracht hat. Hier haben wir jetzt die gesamte Collection drin von Teil 1 bis 5 und Teil 2 ist auch hier in der erweiterten Fassung tatsächlich drin. So, dann schauen wir uns mal, genau, der Extended Cut, so heißt es. Der Extended Cut, genau. 6-Disc Digipack Edition. So, ich weiß jetzt leider nicht, auf wie viel Stück das limitiert ist. Auf jeden Fall habe ich hier die 1381. Vielleicht finden wir das ja gleich noch irgendwo. Ja, hier ist kein Deckblatt. Ja, das ist alles auf der Box mit draufgedruckt. Ja, noch in Kooperation mit Black Hill. Und ja, hier haben wir tatsächlich eine Stundenanzahl von 7,5 Stunden an Bonusmaterial auf separater Blu-ray. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier unter anderem noch eine Super 8 Fassung von Das Böse. Die geht ja nur eine halbe Stunde. Das hat ja, der Thorsten von Cinema 8 Film Review, der könnte das natürlich viel, viel besser erklären. Das liegt daran, weil es, glaube ich, schneller läuft und dann dadurch die Rolle schneller voll ist. Deswegen gibt es immer nur so eine halbe bis dreiviertel Stunde Rollen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich liege ich total falsch, aber ja, ich bin auch nicht der Ansprechpartner für sowas, ne? So, dann hauen wir das Ding mal raus. Und hier sehen wir auf jeden Fall schon mal ein, ich sag mal vorsichtig, ein Qualitätsunterschied zu der anderen Box, ja? Das ist doch schon hier ein bisschen instabil. Gut. Dann haben wir hier auch wieder verschiedene Motive. Einmal dieses hier. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Schöne Farben. Das ist nicht so meins. Nee, das ist nicht so meins. Aber trotzdem schön gezeichnet. Ja, dann machen wir das ganze Ding mal hier auf. Das müsste hier aus dem dritten Teil sein. Und dann haben wir hier... Ja, ich muss, wo ich das jetzt hier so anfasse, ich muss sagen, es wirkt so ein bisschen wie so, ich sag mal vorsichtig, Altpapier. Ja. Naja, egal. Dann machen wir mal hier die erste Hälfte auf und man sieht, ja, ich drücke das mal so ein bisschen zusammen. Das wäre auch ein richtig schönes Bildmotiv gewesen für die, ja, quasi für die Vorderfront der Box. Ja, hier haben wir
Angus Scrimm, genau. 1926 geboren und aber leider schon von uns gegangen. Ja, den letzten Teil, den fünften Teil, den konnte er noch mitmachen, den ich leider immer noch nicht gesehen habe, aber er soll ja leider auch richtig schlecht sein. Oh, ei, ei, ei. Ja, hier wird auf jeden Fall richtig schön gesplattert, wie man sieht. Und ja, ich finde die Teile, also die ich gesehen habe, ich finde sie trotzdem gut. Ich bin damit quasi groß geworden. Ja, ich bin damals in die Videothek reingegangen, wo ich 18 geworden bin, habe mir direkt einen Ausweis machen lassen, bin direkt in die erste Etage hoch, ja, zu den Horrorfilmen. Und hab dann damals das VHS-Cover gesehen von Das Böse 3. Ja, das war ganz simpel gestaltet. Da stand einfach nur, also das war einfach nur schwarz gehalten. Und Das Böse 3 stand dann da mit roter Schrift. Und ich war halt mega gehypt. Also eigentlich nur so von mir selber, wenn man so will. Boah, ich kann das jetzt endlich alles gucken. Und ja. Und leider war diese Edition auch leicht geschnitten. Aber ich hatte meinen Spaß und wollte dann natürlich auch die anderen Teile haben. Und habe dann damals, ich glaube auf Pro7 oder so, den dritten Teil gesehen, der auch in dieser Fassung relativ gut abging. Und dann kam ich in den Genuss auf die alte Red Edition von Teil 3. Und ja, die war natürlich ungekürzt. Und da hat es mich gepackt. Ja, da. Ab da fand ich die Phantasm-Reihe, ach, ab da hatte sie mich einfach. Ich weiß auch nicht. Ich finde den Tall Man, das ist einfach für mich genauso eine Kultfigur wie Freddy, Jason und wie sie alle heißen. Für mich persönlich, ja. Natürlich hat die Filmreihe auch ihre Schwächen, definitiv. So, dann haben wir hier. Ich glaube, das sieht genauso aus wie aus den alten Mediabooks. Die Discs. Oh, das ist aber. Das habe ich auch noch nie gesehen. Schaut mal, hier geht die Disc so nach. Aha. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So, und hier haben wir den zweiten Teil mit der Extended Edition. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Es ist überall. Niemand kann ihm entrinnen, es greift nach jedem unausweichlich unbesiegbar das Böse. Warum das jetzt hier in Pink sein muss, das steht in den Sternen. Auf jeden Fall gibt es hier natürlich, es gibt nicht nur diese Collection, das ist ganz klar. Es gibt von einer anderen Firma noch so ein Media Mega Book oder wie das heißt. Fand ich aber boah, viel zu wuchtig. Für fünf Filme, das musste meiner Meinung nach nicht sein. So, und ich glaube auch, der erste Teil war sogar indiziert, meine ich. Und jetzt frei ab 16. Ja, hier haben wir Teil 3. Ja, den habe ich oft gesehen. Ja, und dann Oblivion. Ja, der war natürlich erstmal der Schwächste der Reihe, aber ich glaube, ohne dass ich jetzt Ravager gesehen habe, würde man sich lieber den nochmal angucken wie Ravager. Naja. Wo andere Horrorfilme aufhören, beginnt das Böse. Okay. Ist auch eine. Ich hab da keinen Bezug zu. Warum ist das gelb? Warum ist die Schrift hier so auf Disco Boys aus? Mir fällt da irgendwie gerade nichts zu ein. Komisch. Naja, ich will ja nicht großartig meckern, aber der Picker hat immer was zu meckern. So, uppala, entschuldigt bitte, ich bin ans Stativ gekommen. So, hier haben wir Ravager. Ja, wie gesagt, mir noch unbekannt. Auch in Grau gehalten. Uppala. Ja, ich finde das eigentlich so, finde ich nicht schlecht, ja, dass die ganzen Discs so in Grau sind. Das hat auf jeden Fall was. So, und dann haben wir hier noch das Bonusmaterial. Ja, und oh, schaut euch hier den. Also da haben sie auf jeden Fall einen gefunden damals. Ja, der hat einen Blick drauf gehabt. Das ist der Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Mega.
So, und dann haben wir hier wieder stehen, ein Film, der an die Grenzen geht. Das Böse. Ja. Auch wieder in so einem komischen Pink. In Popschrift. Ja. Gut, ich wiederhole mich da, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, warum das so ist. Aber es ist auf jeden Fall... ihr könnt da gerne mal auf Sascha Coprettis Kanal gehen. Er hat nämlich eine andere Box, also quasi die Erstauflage davon, geunboxed. Die macht natürlich mehr her, ja, ist ganz, ganz klar. Aber das hier ist auf jeden Fall für alle eine günstige Alternative, denn diese Erstauflage kriegt man natürlich nicht mehr so doll. Nicht mehr so gut. ja, der Sascha hat da richtig Glück gehabt. Bei einem Facebook-Kauf war es, glaube ich. Und aber was er jetzt dafür bezahlt hat, das hat er, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ne? So, gibt's ja nicht. Machen die mal alle ein Geheimnis da aus, du. Nein, muss man ja auch nicht. So. Dann haben wir das hier noch zum Zeigen. Aber genau, was ich noch sagen wollte, wo ich es jetzt gerade hier lese. Für mich heißt die Reihe aber tatsächlich Das Böse. Ich bin damit aufgewachsen. Wie gesagt, Videothekenzeit auf der VHS stand drauf, Das Böse. Und für mich heißt es nicht Phantasm. Natürlich ist das der Originaltitel, aber ja, wie gesagt, für mich heißt es Das Böse, der Tall Man, wie gesagt, richtig geile Figur, auch die Story, die dahinter ist, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen Science-Fiction, ja, hier geht es um Friedhöfe, um den Sarg, um die kleinen Mantelmännchen, um eine andere Welt, ja, das hier ist quasi das Tor zu der anderen Welt. Ich möchte euch aber da nicht zu viel verraten. Schaut definitiv mal rein, ja. Der erste ist wirklich ein Klassiker, der ist von 1979. Der ist noch nicht. Der hat hier und da seine Szenen, seine Momente. Der zweite ist dann natürlich schon wieder ein bisschen. Der ist schon ein bisschen mehr splättrig. Und ja, der dritte kommt natürlich ein bisschen moderner daher, ja, der hat ein knackiges Bild. Wie gesagt, die Filmreihe hat ja auch so ein bisschen ihre Pausen gehabt. Was war das nochmal? Das möchte ich euch gerne nicht vorenthalten. Genau, der erste ist von 79, dann kam der zweite erst 88, der dritte 94, der vierte 98 und ja, Revenger. Revenge? Das ist doch ein Druckfehler, oder? Heißt das nicht Revenger? Revenger? Egal. Ja, 2016, wie gesagt. Also den konnte er noch mitmachen. Der Angus. Und dann ist er leider von uns gegangen, ja. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, bei beiden gute, also hier eine etwas bessere etwas bessere Gestaltung wie hier. Hier kann ich diese bunten Hintergrund-Pop-Art-Dinger irgendwie nicht nachvollziehen, warum das so sein soll, weil hier ist alles so in Watercolor-Optik, sage ich jetzt mal. Und das macht das Gesamtbild irgendwie so ein bisschen kaputt. Hier absolut top, richtig cool, die alten gezeichneten Plakate auf dem Digipack drauf zu ballern, gefällt mir persönlich hier richtig gut. Würde ich auch der Pappschuber an sich viel, viel stabiler als hier bei dieser Variante. Deswegen würde ich sagen, bei diesem Double Unboxing haben die Ninjas die Nase vorn. So. Ja, die schlachten hier die kleinen Sphären ab. So. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ich konnte euch hier die Edition ein bisschen näher bringen. Sorry, wenn am Anfang gab es irgendwie Probleme, aber jetzt scheint es irgendwie zu laufen. Ja, Technik. Ne? Technik, die manchmal nicht begeistert. So, dann würde ich sagen, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Digipack-Editionen. Vielleicht habt ihr die ja selber. Natürlich würde ich gerne eure Meinung zu Das Böse erfahren.
Bitte nicht spoilern bei Teil 5, ja, wie gesagt, den kenne ich noch nicht. Hier bitte auch gar nicht spoilern, sondern einfach nur, ja, ist das Kult, ist das Trash, ist das beides für euch? Könnt ihr hier raus einen Teil ganz besonders empfehlen? Ja, das würde mich gerne mal interessieren. Und ja, ich bin froh, dass ich die zwei Teile für den guten Kurs bekommen habe. Und ich würde sagen, ich würde die jetzt ja, bei mir in der Sammlung einsortieren. Dankeschön fürs Einschalten, danke für euren Support, danke für den Daumen nach oben, den ihr immer gebt. Und ja, ich mach einfach mal Tschüss. Tschüss, macht's gut, euer Moviepicker. Ciao.